Schwestern und Brüder im Herrn. Wir kennen in der Bibel oder im Neuen Testament Passagen, wo Jesus geweint hat. Haben wir auch Bereiche oder Texte, wo wir sehen können, dass Jesus sich gefreut hatte oder dass Jesus gelacht hat? Wenn wir so etwas suchen würden, würde der Text heute, liebe Schwestern und Brüder, gerade das. In jener Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus. So heißt es. Vielleicht fragen wir uns ja, warum? Woher kommt diese Freude für Jesus? Wenn wir ganz genau den Text zuvor dieser Evangelien lesen würden, das ist gerade das, was die Jünger, die sogenannten 72 Jünger, die von Jesus ausgesandt wurden, in die ganzen Dörfer und in die Gemeinden zu gehen, um das Wort Gottes zu verkünden, die Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Liebe Schwestern und Brüder, nachdem sie eben diesen Auftrag erfüllt haben und zu Jesus zurückgekommen sind, berichten sie, was alles wunderbar war, dass die Dämonen eben einfach weglaufen, allein wenn sie den Namen Jesus hören oder wenn sie im Auftrag Jesu irgendwas mit Vollmacht gesagt haben, passiert es. Die Kranken werden geheilt. Also, sie kommen mit großer Freude, liebe Schwestern und Brüder, ja, wow, das ist wunderbar. Ja, die erste Mission, Success, erfolgreich. Und gerade da, liebe Schwestern und Brüder, freut sich Jesus unwahrscheinlich. Sogar vom Heiligen Geist erfüllt, ja, strahlten, wie er damals auf dem Berg Tabor war. Das heißt, seine Wirklichkeit wird so mit Freude umhüllt, wenn er sieht, dass seine Jüngerinnen und Jünger eben das getan hatten, was sie eigentlich machen sollten. Deshalb sagte er: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das von den Weisen und Klugen verborgen. Das heißt, ja, dass du den großen Menschen mit den vielen verschiedenen Titeln und Ämtern, ja, denen hast du verborgen, aber den Unmündigen, das heißt, den Namenlosen, ja, die einfach die nicht einmal in die Schule gegangen sind, denen hast du eben das gezeigt, was sie alles machen können, tun können. Und deshalb preise er, ich preise dich aber, das heißt, eine große Liebe, zeigt Jesus zu seinem Vater, als er gesehen hatte, dass seine Jüngerinnen und Jünger im Namen Jesu alles getan haben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist unwahrscheinlich wichtig, wenn wir heute als Christinnen und Christen vom Pfingsten sein möchten, dass wir wirklich eben diese missionarische Tätigkeit in uns aufnehmen. Das Christentum lebt niemals ohne missionarische Tätigkeit. Der zweite Vatikanische hat sehr richtig zum Ausdruck gebracht: Wenn die Kirche nicht missionarisch ist, dann ist sie tot. Heißt kein Leben mehr. Das heißt, die Kirche kann nur leben, wenn sie fähig ist, in die ganze Welt zu gehen und Menschen eben das Wort Gottes zu verkünden. Das sehen wir heute in der Apostelgeschichte, was wir gehört haben, liebe Schwestern und Brüder. Das heißt, da war eine große Verfolgung. Die ganzen Menschen, die eben Liebe gewonnen hatten von Jesus Christus, sind zerstreut. Das heißt, sie haben eine große Angst. Das heißt, sie können eigentlich sterben. Das heißt, in die ganze Diaspora sind sie gegangen. Aber, liebe Schwestern und Brüder, da haben wir gehört, dass sie nicht aufgehört haben, das Wort Gottes zu verkünden. Das ist das, was wir heute mitnehmen können. Das heißt, der Heilige Geist ist zu allen Menschen gekommen, aber sie bleiben nicht zu Hause. Sie gehen und erzählen, was der Herr Jesus Christus für sie ist. Und das ist der Auftrag, den jeder Christin, jeder Christ auch heute mitnehmen soll, liebe Schwestern und Brüder. Sonst ist es nichts. Wenn wir nicht fähig sind, missionarisch
Predigt zu sein. Wir brauchen nicht nur ins Ausland zu gehen, mich oder die Schwestern. Wir können hier vor Ort in Gauangelloch oder in Nussloch oder in St. Wegen, in St. Klaus oder in Leimen, hier sollten wir anfangen, die Schwestern zu bringen. Das Christentum hat auch heute den Heiligen Geist. Aber wir haben sehr, sehr faule, in sich zufriedene Christinnen und Christen. Wir sind nicht mehr fähig, für unsere Überzeugung zu sprechen. Wie oft reden wir in unseren Familien, treffen wir Geschwister, liebe Brüder, über Jesus? Wie weit wir erzählen, dass Jesus in uns seine Wirkung gezeigt hat? Vielleicht provozieren. Sehr oft ist es so, dass der Kirchgang, was unsere Menschen gestalten, ja auch, wenn ich einmal provozieren darf, gibt es überhaupt keine Bemerkung für unseren Kirchenbesuch, für unseren Gottesdienstbesuch. Heute haben wir die einzige Eucharistiefeier für die gesamte Seelsorgeeinheit. Wie viele Menschen haben sich entschieden, heute hierher zu kommen, aus Ihnen, liebe Schwestern und Brüder? Unsere Kirche kann nur leben, wenn wir missionarisch tätig sind. Sonst wird sie aussterben. Und es hängt nicht allein von den Priestern, von den Diakonen, von den Ordensmitgliedern ab, sondern von jedem Christ, von jeder Christin, die durch das Leben geht. Jesus zeigt es. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand erkennt, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und wer ist der Sohn, wovon fahren wir? Liebe Schwestern, liebe Brüder, anschließend sagt Jesus: Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt große Lehre, großes Studium, um Gottes Wirken zu sehen. Wir brauchen nur ein einziges, liebe Schwestern und Brüder, das Herz. Das Herz für Jesus Christus. Wenn wir heute anfangen, nachzudenken und zu sagen, okay, ich bin einfach eine ganz normale Frau, ein normaler Mann, oder ich arbeite dort oder hier, ich bin einfach nur eine Hausfrau und so weiter und so fort. Und, liebe Schwestern und Brüder, haben Sie den Auftrag Jesu Christi, für Jesus Zeugnis abzugeben. Ich ermutige uns heute, dass wir eine Kirche werden, die wirklich das Herz für Jesus Christus schlägt. Dass wir wirklich schauen, wie weit wir in unserem Wort, in unserem Tat wirklich Jesus kennen können. Vielleicht haben Sie heute eine Möglichkeit, jemanden anzurufen, einfach zu erzählen, wie toll Jesus in ihrem Leben was getan hat. Vielleicht haben Sie eine Möglichkeit, jemandem eine Karte zu schreiben. Einfach schreiben Sie ganz bewusst, dass Jesus Sie geliebt hat. Sie brauchen nicht große theologische Sätze zu schreiben. Einfach nur ein paar einfache Sätze, dass Jesus Christus immer wieder im Alltag auch angesprochen wird, liebe Schwestern. Dafür brauchen wir nicht unbedingt nur im Gottesdienst zu denken, sondern im ganzen privaten und persönlichen Leben. Dann wird irgendwie anfangen, in unserer Gesellschaft wieder diese Wärme zu bekommen für Jesus Christus. Dann werden wir wohl unseren Vater übersehen. Und dann wird Jesus sich freuen, wie er heute sich gefreut hatte, als seine Jünger kamen und erzählten. Wir brauchen nicht unbedingt die gleichen Menschen zu heilen. Warum nicht? Das können wir auch tun. Aber zuerst fangen wir an, für Christus unser Herz bereitzustellen oder zu helfen. In der Eucharistiefeier bitten wir um diese Gnade, liebe Schwestern und Brüder, dass wir missionarischer werden, dass wir wirklich für Jesus leben, weil er das Leben, weil er der Weg und er